Recht herzlich willkommen zur 12. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind drinnen, wir haben ein bisschen Geld gemacht, wir können hier unsere Punkte einsetzen. Unser Ziel war ja hier die Batterie zu kriegen, die wir hier kriegen, und 55 Science Points machen das auch, haben wir jetzt auch gleich schon gemacht. So, hier müssen wir gucken, Requires Basic, Xenix. Also das war das Hammer, rein theoretisch können wir das machen. Das auch machen und das auch machen, da brauchen wir keine Extras. Dann bräuchten wir aber 90 Punkte dafür. Hier können wir mal reingucken. Ein Tank ist das, glaube ich. Photovoltaik-Panel, damit wir Strom haben. Ja, okay, das ist auch ein cooles Ziel. Ja. Was war das? Illuminator MK3, 2, 1 und was. Hier haben wir ein paar Spitzen irgendwie oder was? Adapter. Noch ein Adapter, Stack Separator, da kann man das innen reinbauen, um irgendwelche Teile zu machen. Ja, und hier Clamp Utron Docking Port, okay. Ah, das ist cool, dass, da kann man dann zwei Raumschiffe im Weltall verbinden, ne? Hier haben wir nochmal einen Container, Barometer und einen Leiter. Haben wir denn irgendwo noch? Ne, hier ist jetzt nichts, das hatten wir schon alles angeguckt. Was jetzt noch ganz schön wäre, das wäre, ah, guck mal, hier sind, glaube ich, Landing Gears, das sind die Räder, das heißt, das ist unser Ziel für ein Flugzeug, was der eine Einer gesagt hat, ne? Jet Engine, das sind die Basics dafür. Okay. Die müssen wir dann alle haben, ne? Das sind alles Teile, um ein Flugzeug zu bauen, gehe ich von aus. Ich habe noch keins gebaut, das ist noch ein Erlebnis für mich dann. Hier ist der Turm. Da können wir dann Statik verbessern. Hier sind auch noch so ein paar Sachen mit Tank und so, aber ich sage jetzt nicht, dass wir bis hier hinten hin müssen, um Solarpanel zu kriegen. Und das ist hier das erste, ne? Ein Photovoltaikpanel. Gibt es noch woanders welche, aber die sind alle im Endeffekt gleich teuer. Das ist ja eine 90er Spalte. Mehr Winglets. Fuel Systems, okay, das ist auch eine coole Geschichte. Propulsion Systems. Ja, da geht es dann mit Strom weiter, ne? Da sind hier auch noch Photovoltaik-Panels. Okay, dann haben wir hier was im Endeffekt. Ja, super, 90 Punkte. Flight Control. Aber ich denke mal, wir sind jetzt dann erst in dieser Richtung unterwegs, um dann nachfolgend dieses zu bekommen. Dafür brauchen wir das. Und das haben wir, okay. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ja, spricht alles dafür, erstmal dieses hier weiter zu forschen. Da ist auch so ein Radialdekappler dran, ne? Da können wir dann seitlich was absprengen. Gut. Sind wir hier schon einen Schritt weiter? Aufträge. Die zwei, das können wir knicken. Ja, das wäre jetzt eine machbare Lösung. Da müssen wir ein Ziel anfliegen. Und da ist ein Fallschirm zu testen. Geschwindigkeit ist auch klar. Und da ist ein Solid Fuel Booster, den wir dann auch noch steigern müssen. So, kurz aktiv dürfte keiner sein, außer die Standards. Genau so ist es. Das ist im Flug. Und das ist auch im Flug. Den könnte man ja unterwegs starten, damit man diese Geschwindigkeit dann erreicht. 200 muss man natürlich schon fliegen, ne? Wow. Komm, wir nehmen die beiden. Was war das hier nochmal? Achso, ein Ziel anfliegen, das habe ich jetzt nicht gerade Lust zu. Ich würde gerne einen Parachute testen und... Ah, guck mal, da ist noch ein besserer, aber den machen wir später dann. Und den Hammer Solid Fuel Booster in Flight Over Kerbin würde ich auch gerne testen. Gut.
dann können wir hier eigentlich raus. Und dafür brauchen wir jetzt eine Rakete, die wir wieder ändern können. Die müsste jetzt nicht so groß sein. Vor allem muss das hier keine Escape, keine Dingens sein, sag schon. Ich glaube, sowas müsste eigentlich reichen, ne? Gucken wir doch mal an. Da ist auch schon einer drin, das müssen wir haben. Wir können ein bisschen forschen, obwohl die Forschung schon schwierig ist, ne? Wir müssen da was testen. Was soll der da testen? Okay, ist jetzt nichts angeschlagen. Da müssen wir zwei von anbringen. Jetzt können wir da viel mehr steuern dann. Mal gerade gucken, welche Teile das sind. MK16 Parachute sollte oben montiert sein, ne? Ja, ist es. Gut, und das zweite war... Der Test RT-10 Hammer Solid Fuel Booster. Das ist der also. Den müssen wir dann noch anbringen. Das heißt, das werden wir doch mal ganz umbauen müssen. Das Triebwerk kann definitiv weg. Die beiden auch. Brauchen wir überhaupt nicht. Der kann dort oben hin. Und der käme dahin. Muss aber so ein Decoupler dazwischen sein, denke ich. Das ist nur die Frage. Ich glaube, wir brauchen drei davon. Sonst kommen wir nicht schnell genug da hoch, gehe ich von aus. Komm schon. So. Das ganze Werk tiefer. So. Das müsste klappen, oder? Was haben wir hier noch? So ein Science-Ding. Ach so, das ist so eine Antenne, die dann ausklappt. Ich glaube, eine Antenne. Doch, da ist sie. Haben wir. Puh, wer ist das schon? Das ist die THV-1 gewesen und ich glaube, wir machen da einfach eine 2 raus und speichern die mal ab. Ich glaube, so können wir schon eigentlich hochfliegen. Was haben wir hier noch? Oh, ein Thermometer ist schon freigeschaltet. Machen wir doch eins dran, oder? Den sollten wir runternehmen. Ja, die beiden trennen sich und die drei zusammen, dann müsste es jetzt passen. Da speichern wir nochmal ab. So, da sind wir auf der Startrampe. Und was machen wir da? Gute Frage. Da sehen wir zu, dass wir jetzt das SRS erstmal anmachen. Schubmäßig können wir sowieso nichts regeln. Das heißt, wir müssen nur die Zeitpunkte passend abwarten, wann es passend ist, in Anführungsstrichen, ne? Ich weiß aber nicht, ob uns das hier angezeigt wird. So, komm mal. Ah. So, da. Gut, kann nichts machen, einfach los, ne? Denke ich mal. So, Geschwindigkeit müssen wir haben und dann müssen wir den hier starten. Ne, den hier erst. So, dann mal los. 3, 2, 1, go! Gott.
So, wir müssen 6000 Meter haben. Und diese Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist gut, Höhe fehlt jetzt nur noch. Da ist es. Ziel erreicht. Und jetzt hier den Parachute gleich noch loslegen. Höhe muss erreicht werden. Geschwindigkeit ist jetzt zu hoch. Na, da werden wir jetzt nicht mehr die Chance haben, glaube ich. Oder? Höhe? Ist viel zu hoch? Okay. Müssen wir gucken. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Der Testflug wird nichts. Also der ist schon was geworden, weil das hat sich ja schon rentiert. Okay. Beim Sturzflug müsste man dann die Geschwindigkeit hinkriegen, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Aber wir sind sogar bis ins Weltall vorgedrungen. Wie hoch geht es denn? Oh Gott, 177.000. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das mal schneller. Okay. Kommen wir wieder zurück. Ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen schneller machen. ...16.000 ist ja... So, jetzt machen wir mal 25. Passt. Geschwindigkeit noch bitte. Und da sind wir von der Höhe durch. Was war das? Ach, das Teil ist... Oh. Was ist explodiert? Gute Frage. Ich konnte es nicht sehen. Ich hoffe, der Schirm ist noch dran. Ja, okay, wir werden landen können. Irgendwas ist fürchterlich gerade kaputt gegangen. Wie ihr seht, ist das hier unser Teil, was... Wow. Das waren die beiden Go-Kanister, glaube ich, die jetzt gerade weggeflogen sind. Da machen wir keinen Test mehr mit. ja. Krass, oder? Aber er lebt noch. Der Test funktionierte, der nicht. Müssten wir gucken, wie wir das beim nächsten Mal testen können. Man sieht hier es nicht so viel, weil es dunkel ist. Ich glaube, da ist unser Startgebiet. Wir kommen auch so ein bisschen in der Nähe der Gebirge runter, glaube. Was haben wir hier noch? Oh, wir können mal gerade noch so einen Crew-Report vielleicht machen, ne? Keep Data. Ah, ich weiß, was explodiert ist. Wir hatten Batterien dran, ne? Die sind explodiert. Statusbericht. Aber ich weiß nicht, ob wir das senden können. Oh, hat funktioniert. Cool. Okay. Das heißt, wir müssen so ein bisschen darauf achten, wo wir unsere Batterien hier hinsetzen, damit die nicht explodieren, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Coole Version 1, oder? Was sagt die Temperatur? Temperatur messen. Science Wallow gibt's dafür. Electric Charge. Keep Data. Hat wohl funktioniert. Was ist das für ein Teil? Das kenne ich noch gar nicht. Ach, das ist von der Rakete irgendwie so da dran gebaut. Okay. Ja, Keep Data. Kann ich die Antenne noch einfahren? Stop Transmitting, ja, kann ich. Der Fallschirm ist gerade aufgegangen. Auch schön, ne? Gut. Dann sind wir gleich unten. Kann nicht lange dauern.
Ja, in dem Sinne war es erfolgreich. Es wird gleich nochmal der untere Tank, denke ich mal, explodieren, wenn wir landen. Der sieht natürlich schön rot-glühend hier aus. Cool animiert. Ja, animiert ist was anderes, ne? Aber wir wissen, worum es geht. Ja, es ist dunkel, man sieht nichts, ne? Vielleicht sollten wir mal wieder im Hellen starten. Da ist die Milchstraße. Hier sind irgendwelche Berge. So, da sind wir gleich unten. Ah, ist nichts passiert. Aber jetzt fällt er noch um und... Ah, Glück gehabt, nichts kaputt gegangen. Gut. Discover? Nee, Discover nicht. Recover. Ja, das war natürlich eine Mission mit viel Krach, wo man sich doch erschrocken hat. Wir haben wieder 14 Punkte. Und bei 18 können wir, glaube ich, was machen, ne? Hier haben wir Temperatur. Aha. Okay. Für das Temperaturmessen gab es 5,6 Punkte. Cool. Geld gab es auch. Jebediah hat keine Erfahrungspunkte gekriegt, weil er nicht während des Fluges ausgestiegen ist, wahrscheinlich. Auch gut, ne? Gut, okay. Jo, dann würde ich sagen, soll es das wieder gewesen sein für den Flug. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.